Hallo liebe Let's Play Freunde zu Grim Fandango Classic Mausmod hier in Nuevo. Wer ist das noch? Nuevo Maro. Der Stadt der Sünde. Wir versuchen jetzt hier gerade Hector auf die Pelle zu rücken und als etwas, ja, exquisitere Gesellschaft aufzutreten, dass der uns auch reinlässt. Unbewaffnet gehe ich da nicht drauf. Unbewaffnet? Wo soll er eine Waffe herkriegen? Dein schneidiger Anzug ist deine Waffe. Warte, kann ich da... Gut. Was ist das da? Hier ist nix. Da kann ich nicht hin, oder? Ich kann jetzt nicht durch die Korridore spazieren. Ich bin auf der Flucht. Nee, ist aber gar keiner mehr da hier. Keine Waffe. Kriegen wir die irgendwo hier unten? Ist das? Nee. Hier, weiter, weiter. Heiter, weiter. How much is the fish? Ach, da waren nur diese tollen... Ja, da waren nur diese komischen Röhren. Überfragt. Jetzt kann ich noch dieses Ding machen mit der. Ja, das mit der Taube, das könnte ich noch machen. Das heißt, diese tolle Zettel? Okay, nicht picken. Das ist ein Brief. Du magst Briefe. Erinnerst du dich? Gut. So, und dann bitte an diese Person. Nun, alles oder nichts. Los, Baby, für La Revolution! Ja. Einer von Hectors Boten mit einer Nachricht für mich? Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Lemans. Ich wusste es! Ich habe die ganze Zeit geahnt, dass er mich erledigen will. Du wirst mein Versteck nie finden, Hector. Such dir einen anderen Floristen. Autsch. Der mitgenommen. Aha. Das haben wir schon alles abgegrast und alles angeguckt. Außer Blumen nichts zu sehen. Zurück. Außer Blumen nichts zu sehen. Und da ist jetzt auch nichts mehr? Außer Blumen nichts zu sehen. Hector, dein neues Tulpenbouquet ist fast fertig. Jetzt hör mir ein für alle Mal zu, Bausley. Du bist kein Florist, du stellst Waffen her! Aber ich... Da war nichts mehr drin. Nichts weiter drin, außer dem Agentenfoto. Unsere zwei Turteltäubchen haben... Salvador, bitte melden. Salvador? Abgeschaltet. Ja. Der Rest von ihm fängt schon an zu keimen. Gib das her! Komische Lowrider. Nichts zu... Ich wollte sagen, nichts zu sagen? Nicht so hoch!
Der Chrom, Vorsicht! Das möchte ich eigentlich nicht tun. Scheint, als hätte Balsleber seiner Landung einen Kanister der Kompostmunition zerbrochen. Kompostmunition? Hoffentlich hat er sich nicht bekleckert. Was mich am meisten will, woher weiß er, dass der hier reingefallen ist? Ich habe gesehen, wie Bausli hier langgerannt ist, aber wo steckt er nur? Wir finden dich. Knurren? Okay. Bausli ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden, aber ich finde ihn nie ohne etwas wirklich Hilfreiches. Das da wäre... was ist das? Also die Fernbedienung. Bausli ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden, aber ich finde ihn nie ohne etwas wirklich Hilfreiches. Was soll das bitte schön sein? Aus dem Weg! Geh mal wieder raus. Und da kommen wir nicht rein. Achso. Achso, Moment, hä? Halt, ich kann ihn hoch und runter. Stopp. Ich konnte ihn doch hoch und runter fahren. Oh, hier ist langsam. Das heißt, da muss es doch extra oben drauf anderes geben, oder? Kann ich nicht gebrauchen. Das wäre ganz praktisch, wenn ich da jetzt sowieso draufstehen könnte. Dann drehe ich das Knöpfchen, machst dann und dann könnte ich hoch in diesen Kanal oder sowas. Sieht das so aus, wenn ich da rein müsste, oder? Das schreit doch förmlich nach. Naja, gehen wir auf die Straße raus. Jetzt können wir ja. Ich will nicht zum Auftritt müssen. Ja. Ne? Ist auch nicht mehr. Ich kann nur da rein in die Show. Ist schon Showtime? Ah, Johnny Thunder ist noch nicht da. Du weißt ja, wie diese Möchtegern-Stars sind. Hey, Sie sprechen von Johnny Thunder. Sorry. Und hier oben komme ich auch nicht weiter. Wo muss ich denn da hin? Kann doch nicht so schwer sein. Gehen wir runter. Okay, jetzt kann ich dann was probieren. Wenn ich nämlich... Ich habe doch noch... Mal weg. Flüssigkeit. Verspürung gelesen oder sowas. Mir den Weg dann da wieder raussuchen, oder? Ich kann mir dann eine Linie ziehen. Eine Spur legen, ne? Bausli ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden, aber ich finde ihn nie ohne etwas wirklich Hilfreiches.
meine, aus irgendeinem Grund kann ich das ja machen. Ich weiß bloß nicht, warum. Was bei mir? Verändert? Gebunden? Wenn ich das anfasse, schlage ich bestimmt Wurzeln. Aber aufnehmen kann ich es auch nicht. Ach, halt, warte mal. Muss ich hochfahren? Nicht so hoch! Was passiert denn da? Da passiert ja gar nichts irgendwie. Da hat sich jetzt, nee, jetzt gar nichts geändert, oder? Nein. Weißt du, hätte ich zu Lebzeiten so einen Wagen gehabt, wären ein paar Dinge anders gelaufen. Scheint, als hätte Bauls Leber seiner Landung einen Kanister der Kompostmunition zerbrochen. Hoffentlich hat er sich nicht bekleckert. Ja, und wenn, dann würde ich ihn ja... Dann würde ich ihn doch finden, dann würde ich doch die Spuren sehen. Aber ich sehe ja keine Farbspuren. Bowsley ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden. Aber ich finde ihn nie ohne... ohne etwas wirklich Hilfreiches. Hier kann ich auch nichts machen. Das ist echt ein bisschen seltsam. Wie kann ich den jetzt finden? Das ist doch nicht mehr normal. Hier liegt auch nichts Neues. Nee. Mit der Nummer redet, vielleicht weiß die was? Irgendwelche Nachrichten für mich? Ja. Nein, der letzte Anruf kam an dem Tag, an dem du verschwunden bist. Ja. Allerdings schicken sie dir immer noch den Dessous-Katalog zu. Hallo da unten! Oh, schon gut. Schlaf weiter. Was immer du auch bist. Aus dem Weg! Wenn ich das anfasse, schlage ich bestimmt Wurzeln. Kann ich das irgendwo draufschmieren, oder? Sehr seltsam. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Ich kann mit diesen komischen Dingen überall drüber bröseln, aber warum? Jetzt ist es eine Knochenmühle. Ach so, es müsste ja eigentlich anfangen zu sprießen, wenn ich es drauf streue, oder? Da müssen doch Pflanzen wachsen, ne? Wie ein Knochenmehl und... Also Vorsicht! Macht's aber nicht. Aus dem Weg! Jetzt bin ich aber echt ein bisschen überfragt. Ich dachte jetzt, dass er vielleicht von dieser Munitionsflüssigkeit was verloren hat. Ach
so, Moment. Ja, aber dann hätte es doch hier auch schon gesprost. Nein, komm, geh hoch. Nein, stopp. Stopp. Bei dem Casino kann ich auch nichts mehr machen. Ja, genau, mein Michael ist ja auch schon weg. Da komme ich nicht vorbei, weil ich keine Waffe habe. Ich ziehe diese Klamotten nicht wieder an. Sie stinken. Ja, ja, darf ich den Anzug ja behalten. Salvador? Das ist jetzt aber irgendwie etwas sehr, 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 sehr strange. Bowsley ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden, aber ich finde ihn nie ohne etwas wirklich Hilfreiches. Wenn ich das anfasse, schlage ich bestimmt Wurzel. Also ganz ehrlich, per Komplettlösung heißt es hier, und ich zitiere... Gehen Sie nun zu Klottis und benutzen Sie die Knochenarmmühle mit dem grünen Schleim auf dem Boden. Habe ich getan. Folgen Sie so die Spur zu den Touristen. Hier keine Spur. Muss ich erst das Auto wieder runterfahren? Hey, der Chrom! Vorsicht! Hä? Wenn ich das anfasse, schlage ich bestimmt Wurzel. Scheint, als hätte Bowsley bei seiner Landung einen Kanister der Kompostmunition zerbrochen. Hoffentlich hat er sich nicht bekleckert. Es kann nicht mehr viel drin sein. Ich spare es lieber für später auf. Oh, Glottis. Es ist mir jetzt echt ein Rätsel. Jetzt ist es deine Knochenmühle. Gut, ich mache meine Aufnahmepause und probiere ein bisschen rum, weil ich will eigentlich meine Langbeinen hier. Das kann doch nicht sein. Bis bald. Tschüss.